Willkommen zurück beim Pokémon X Team Flair Finale. Flordelis hat verkackt. Wir sind schon in der Basis in Chromlexia und die restlichen Team Flair Mitglieder sowie Vorstände haben vergeblich versucht, uns aufzuhalten. Und nun gibt es nur noch dich. Wenn ihr glaubt, jetzt noch Team Flair beitreten zu können, habt ihr euch geschnitten. Ich möchte gar nicht diesen Irren beitreten, mein Lieber. Ich finde aber nach wie vor, dass es zu viele Vorstandsmitglieder in diesem Team gibt. Ja, das ist jetzt blöd. Golbat gegen Master Sword, da kann ich eigentlich nicht wirklich was machen. Ich werde kurz meinen Angriff boosten mit Schwertanz. Übrigens, Königsschild kann man nur mit Hilfe einer Herzschuppe erlernen. Weil das eine Level 1 Attacke ist von Master Sword. Momentan habe ich Doppelteam drin und frage mich natürlich schon, was jetzt besser ist. Ich denke, beides sind ganz gute Taktiken, weil ich meine, am Anfang eines Kampfes schön Doppelteam spammen würde schon durchaus was bringen bei der massenhaften Verteidigung, die dieses Master Sword hier aufbringen kann. Und dann ein, zweimal Schwertanz und angreifen. Dann ist man immer noch geschützt. Obwohl man sich nicht mehr in der Verteidigungsform befindet. Versteht ihr? Die Gegner können einen nicht mehr treffen. Also online hat sich das durchaus bewährt. Ich mache ja auch hin und wieder mal Online-Kämpfe gegen Deutsche. Meistens seid ihr es, Abonnenten. Und die kriegen dann immer die Hucke voll. Ich habe, glaube ich, erst zweimal verloren oder so. Unmöglich! Das kann einfach nicht wahr sein, unmöglich! Er startet Meister Flordelis Bericht und ruft Verstärkung! Schon wieder Verstärkung? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt reicht's mir. Ich schalte diese... Hä? Verdammte Maschine aus? Oder auch nicht? Was zum Teufel? Oh. Wow. Ich erwarte eine epische Szene. Da sieht man schon das X von Xerneas. Dieser Baum sieht auch voll aus wie sein Geweih, oder nicht? Und da ist er! Und da steht er in seiner ganzen Pracht vor uns. Ich verstehe es wirklich nicht, warum so viele meinen, Yveltal sieht besser aus. Absolut nicht. Ich mag Xerneas. Und jetzt werden wir ihn uns fangen. Dummerweise ist jetzt Durengard vorne. Wir wollten es ja mit Deden paralysieren, aber... Versuchen wir doch gleich mal unser Glück mit einem Flottball. Ich weiß nicht, wie hoch die Fangrate von ihm ist, aber in letzter Zeit... Naja, sind die wirklich krassen, legendären Pokémon der Editionen nicht schwierig zu bekommen. Und das sieht fast so aus, als... Ja. Warum machen die Entwickler das? Wieso? Die legendären Pokémon haben in letzter Zeit die höchste Fangrate ever. Und ich finde, das schmälert so ein bisschen deren Wert. Ich verlange ja nicht davon... dass man jetzt halt hier eine halbe Stunde lang versucht, das Pokémon vergeblich zu fangen. Nein, aber so ein bisschen schwieriger sollte es schon sein. Es kann es nicht sein, dass ich mit vollen KP einfach nur einen Flottball schmeißen brauche und das war's dann. Schade, also da bin ich wieder sehr enttäuscht. Konnte noch nicht mal was im Kampf zeigen, aber gut. Ich nenne ihn Gott, weil er so mega overpowered ist, geil aussieht, geile Attacken kann und ich mag ihn. Er ist Gott. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Das ging ja in Windeseile zu Ende. Wirklich traurig. Was? Nee, ich möchte es nicht in mein Team aufnehmen. Ich werde es euch aber trotzdem in irgendeiner Form mal zeigen. Und wenn es in Online-Kämpfen ist, wer weiß. Dann war's das jetzt, oder? Ein Glück. Jetzt können sie die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Nintendo. Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein. Übrigens, ich... bin aber trotzdem noch daran interessiert, ob das jetzt Glück war,
oder ob der wirklich so eine hohe Fangrate hatte. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Wie lange habt ihr gebraucht, das legendäre Pokémon zu fangen? Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte bist. Auserwählter? Was hast denn du da? Für ein legendäres Pokémon siehst du ziemlich ausgepowert aus, Xerneas. Der ist doch gar nicht mehr da. Voll der Logikfehler. Möchtest du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Was? Was soll diese Aufmachung? Bist du das, Flordelis? Ach, das ist jetzt unwichtig. Du hast doch schon gegen Domtendo verloren. Was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg verhelfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kraft zurück. Jetzt muss ich sie nur noch der ultimativen Waffe zukommen lassen. Ich hole mir das legendäre Pokémon zurück. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Denn ihr seid nicht die Einzigen, die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring und einen Mega-Stein. What the fuck? Echt? Tatsächlich. Das heißt, er wird in diesem Kampf eine Mega-Entwicklung nutzen. Und das macht ihn wiederum brandgefährlich. Wer könnte es sein? Wishu hat keine. Oh, der Hintergrund ist geil. Ah, schon wieder Pech. Ein Kampf-Pokémon, da kann ich es eigentlich vergessen, mit Schattenstoß anzugreifen. Also brauche ich meinen Eisenschädel. Vorher aber boosten mit Schwerttanz. Ja, du kannst mich nicht wirklich verletzen, mein Freund. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Aber deine ganzen Kampfattacken, die fallen ja auch weg. Ist ja nicht so, als hätte nur ich jetzt einen Nachteil. Nein, nein, mein Gegner auch. Los, Eisenschädel, gib's ihm. Verdammt schnell ist er natürlich, aber... Also, zumindest in Bezug auf Master Sword. Aber das ist keine große Kunst, denn mein Master Sword ist verdammt langsam. Bam, volle Power. Und es reicht. Down. Also der war es schon mal nicht. Und ein großes Hindernis war er auch nicht. Es folgt Pyroleo. Der hat auch keine Mega... Oh, das Gyarados. Das Gyarados ist es. Wenn er keine neuen Pokémon hat, dann ist es das Gyarados. Weil Kramschief hat ebenfalls keine. Also ich habe mir erst letztens die Mega-Entwicklungen angeschaut. Ich weiß leider nicht, welche Stats geboostet werden, aber ich weiß die Typkombination. Es ist leider nicht Wasserdrache, so wie es sich viele bei Gyarados wünschen würden. Es ist vollkommen unverständlicherweise Wasser-Unlicht. Ja, richtig gehört. Aber bei einer Mega-Entwicklung steigen meistens 4 Stats und davon 2 rasant an, also muss ich wirklich aufpassen. Und auch hier beim Feuersturm, der zieht durchaus was ab. Verdammt nochmal, das Pyroleo ist aber inzwischen auch schon auf Level 51. Und kann natürlich nicht gewonnen-hittet werden, aber Lapras hält da schon aus. Blöd wäre jetzt natürlich eine Verbrennung oder ein Trank. Aber nein, Pyroleo greift weiterhin an und natürlich trifft der Feuersturm. Na, ganz klar, ein Volltreffer wäre auch böse. Ah, Lapras stark geschwächt, aber Pyroleo down. Und wie schon gesagt, der Hintergrund ist wirklich geil. Da fühlt man sich fast so in einem Vulkan, als würde man in Lava kämpfen. Richtig krass gemacht. Jetzt kommt Kramschief. Ja doch, es sieht so aus, als würde er seinen Gyarados in der Hinterhand behalten wollen. Aber so eine große Angst habe ich jetzt vor dem auch nicht. Das einzig Gute durch seine Mega-Entwicklung verliert er halt, also aus seiner Sicht gut, verliert er seine Vierfachschwäche gegen Donnerattacken. Aber trotzdem kann Deden ihm mit Donnerblitz immer noch eine Menge Schaden machen. Jetzt erstmal das Kramschief wegownen. Er hat auch nichts zu melden. Ha, wie erbärmlich, Mann. Overlevelt sind wir nicht, wir sind gleich auf. Also das hier ist durchaus... Ja gut, 2 Level, aber das kann man nicht als Overlevelt betiteln. Jetzt kommt das Gyarados. Er hat ja auch schon Level 51er Pokémon. Wir bleiben natürlich bei Deden. Auf welchem Level bist du? 53, scheiße. Okay. Wollen wir ihm eine Chance geben? Doch, ich gebe ihm eine Chance. Ich möchte auf jeden Fall mal die Mega-Entwicklung sehen, deswegen setze ich jetzt Wangenrubbler ein. Oh, er wäre ohnehin schneller als ich. Also ich finde sie hässlich, ehrlich gesagt. Ich hätte mir wirklich was anderes gewünscht. Vor allem ein Drachenwasser-Pokémon. Und nicht sowas. Aber der hat jetzt natürlich echt enorme Power, Alter. Auf Level 53, scheiße, Mann. Nein, der kann Erdbeben! Fuck. Gerade habe ich es gesagt. Oh, 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 hier wird es also nochmal spannend, ja? Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Wasser und Licht.
Ja, wir könnten... Nee. Crap. Ich muss natürlich auch meine eigenen Schwächen bedenken, ne? Aber im Prinzip bleibt mir nur Cray, oder? Mit einer Kampfattacke draufhauen? Doch, das machen wir auch, weil... Durch die Paralyse sinkt ja seine Init um 75% und ich denke, ich werde schneller sein. Die andere Frage ist natürlich, reicht ein einziger Fußtritt aus, um ihn zu besiegen? Das wiederum ist natürlich die große Frage. Ich könnte auch Kreuzschere nehmen, das wäre sogar stärker als Fußtritt, aber... Doch, wir machen das auch. Obwohl, nee, das war dumm. Ja, jetzt habe ich wieder mal nicht richtig nachgedacht, denn auf Fußtritt haben wir ja auch noch Step. Alter, chill mal! Scheiße! Hau ihn weg jetzt! Ha! Bam! Yeah. Nicht schlecht. Also der hatte Power. Nice. Aber insgesamt hast du versagt. Jetzt ist alles aus. Fantasielose Menschen ohne Visionen verpesten die Welt und berauben sich jeglicher Hoffnung. 10.600 Pokédollar. Weg mit der scheiß Apparatur oder verwandelst du dich jetzt noch in ein Monster? Also, ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst dir ist es gelungen, die Mega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dann Garados dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur Garados, sondern auch deine anderen Pokémon. Aber wenn ich das kurz anmerken dürfte, warum zum Teufel nutzt er nicht die Mega-Entwicklung von Hundemon? Ich meine, er ist der Team Flare-Boss und bei einem Team Flare-Boss erwarte ich eigentlich als Haupt-Pokémon ein starkes Feuer-Pokémon. Pyroleo in allen Ehren, aber ein Mega-Hundemon wäre doch ein bisschen geiler gewesen, oder was meint ihr? Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzig Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die ich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Und dieses ganze Gehate auf YouTube, ich kann das nicht mehr ertragen. Bei jedem Video Erster und dann steht dann da direkt danach, oh du Spaß, du bist nicht Erster, lass das. Und dann kommt der Nächste mit, warum schreitet ihr euch darüber? Und dann kommt der Nächste mit, du tust doch genauso so, mitwirken und ich ertrage es nicht. Nein, ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist schrecklich, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Da muss man krank sein. Doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Das ist genau das Richtige. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Es steckt jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für den einen letzten Einsatz. Tommy und auch die anderen, ich schenke euch das ewige Leben, auf das die Blüte unserer Jugend nie vergehe. Bis es mir gelungen ist, eine Welt der Schönheit zu schaffen, sollt ihr ohne Aussicht auf Erlösung die Qualen einer vergänglichen Welt spüren. Tommy, Senna, nichts wie weg von hier. Jetzt tritt er durch. Vielleicht opfert er sich jetzt aber auch. Weiß der Teufel. Aber da die Team Flare-Story hier wahrscheinlich enden wird, muss ich sagen, ist für mich eigentlich vom Motiv her das beste Team von den Bösen her, weil ich vieles nachvollziehen kann. Aber ich hätte ihnen auch mehr Feuer-Pokémon gegeben oder sagen wir es gleich mal direkt, ich verstehe nicht, warum Team Flare Team Flare ist. Ich finde, man hätte da ein Unlicht-Team draus machen sollen, weil Unlicht ist ja auch irgendwie der böse Typ. Und das hätte mehr gepasst. Oder man macht so ein Schönheitsteam draus. Da fällt mir jetzt kein passender Begriff für ein. Aber dann hätte man dem Boss Milotic geben können. Ich meine, der will ja eine schönere Welt erschaffen. Und es gibt ja durchaus Pokémon, die als schön gelten. Und dann setzen die halt die ein. Ja, er hat sich anscheinend wirklich umgebracht. Krass. Aber so im Insgesamten, auch wenn die Story vollkommen konfus und unrealistisch ist, fand ich das eigentlich ganz gut inszeniert. Und es hat mir besser gefallen als jetzt zuletzt Team Galactic oder Plasma. Puh, zum Glück seid ihr alle wohl auf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert.
Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tierno, ist bei euch auch alles in Ordnung? Ja, juckt doch keinen. Ja, uns ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an die Steine auf Route 10 gebunden waren. Das Kämpfen habe ich allerdings Sina und Dexio überlassen. Oh, stimmt, hätte man das sehen können, wie die da angebunden waren? Hätte ich vielleicht mal von unten kommen sollen, Mist. Sina und Dexio, wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden! Mach dir keine Vorwürfe, Tierno. Wir alle haben unser Bestes gegeben, um Team Flares Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist uns nämlich gelungen, die Maschine im Flare-Labor zu zerstören, mit der diese Schufte die Frequenz unseres Holologs gekapert hatten. Na dann ist die Sache mit Team Flare ja endlich mal vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann ich mich endlich wieder der Vervollständigung meines Pokédex widmen. Puh. Also ist der Spuk endlich vorüber, ja? Endlich kann unser Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und setze von dort aus meine Reise fort. Danke, Domtendo. Freunde wie du sind wirklich Gold wert. Ich habe großen Respekt vor deinem Können und genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Dazu bin ich fest entschlossen. Ha, viel Glück. Wirst du aber nicht schaffen. Hey, das ist der Kerl, dieser Hühne. Die ultimative Waffe. Wie konnte der jetzt überhaupt rauskommen? Der hat doch einen Schlüssel gebraucht. Naja, egal. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffend wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Erbauer hatte einen treuen Gefährten, ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Er braucht gar nicht so drumherum reden, er ist der Erschaffer, das weiß jeder. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seine eigenen Wege. Das brach dem Mann, der alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennte nun eine stärkere Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal war fortan das einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Jetzt gibt es zu. Ja, es ist eine sehr traurige Geschichte, natürlich im Hintergrund. Aber ich fürchte, die Taten, die er nun mal getan hat, die sind unverzeihlich. Manches ist leider unverzeihlich und ich glaube, dass das Fluett nie wiederkommen wird. So traurig es auch sein mag. War das jetzt eigentlich die letzte Begegnung mit dem Hühnen? Ist er jetzt endgültig raus? Oder kommt noch ein Happy End? Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hoffen soll. Aber auf der einen Seite fände ich ein Happy End auf irgendeine Art und Weise lame. Ich meine, er muss einfach bestraft werden für die ganze Scheiße, die er gebaut hat. Ich meine, er hat zwar einen Krieg damit beendet, aber eben auch verdammt viele umgebracht. Und jetzt mal, um ein extremes Beispiel zu nennen, Hitler kann man auch nicht verzeihen. Ja? Ich meine, an dem war auch nicht alles schlecht, wenn man es jetzt mal ganz objektiv sieht. Aber ich meine, es ist, bleibt ein Spaß und ja, kann man sich auch nicht hinsetzen und sagen, oh, geiler Typ. Es ist halt einfach scheiße, ne? Aber er sollte schon auf irgendeine Art und Weise seinen Frieden finden. Nur wie, das bleibt jetzt erstmal offen. Ja, schön emotional das Ganze inszeniert. Ich bin jetzt hier nochmal zurück in die Spiegelhöhle gegangen, weil es da irgendwo einen Ort gibt, den ich übersehen habe. Und es auch gerade nicht finde, verflucht nochmal. Aber auf jeden Fall gibt es einen geheimen Höhleneingang. Und da müssen wir hin. Weil Baum... Ich such's einfach mal offscreen. In der untersten Etage ist es. Ihr könnt euch ja auch nochmal die Let's Play Parts der Spiegelhöhle anschauen, dann werdet ihr es auch nochmal genauer sehen können. Aber da ist ein Höhleneingang mit offenbar einer TM, nämlich die 74 Gyroball. Je langsamer das Pokémon ist, desto stärker wird diese Attacke. Ist hier sonst noch was? Ja, ein weiterer Ausgang. Wo sind wir denn jetzt?
Da gibt es wohl noch viel, viel mehr. Ich darf hier aber kein Itemradar benutzen. Was zum Teufel ist das? Okay. Ich glaube, hier wird ein legendäres Pokémon erscheinen. Zumindest sieht das sehr auffällig aus da. Ne? Braucht man nicht über diskutieren. Da ist irgendwas im Busch. Mal abwarten. Wohin genau? Bitte stell dich mir nicht in den Weg. Du nervst. Sonst nichts. Und da kommen wir wieder zurück. Na gut, dann werde ich jetzt hier flüchten mit dem Fluchtseil. Und wir behalten uns das einfach mal im Hinterkopf. Na komm, gib mir einfach das Fluchtseil. Mann, man bekommt aber auch so viele Items in den Spielen heutzutage, Mensch. Okay. Jetzt habe ich aber kein Pokémon zum Fliegen. Ach, ist das grauenvoll. Vor allem, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ich muss gerade überlegen. Laut Karte. Fluxia City, glaube ich. Weiter südlich. Da war so ein Durchgang und der müsste jetzt frei sein. Wahrscheinlich gab es davor wieder irgendwelche Probleme. Pokémon findet ja immer irgendwelche Ausreden, zum Beispiel Bauarbeiten oder weiß der Teufel was. Und dann, wenn wir irgendwas Wichtiges erledigt haben, dann ist es urplötzlich nicht mehr da, dieses Problem. Okay, mit Hilfe von Glurak fliegen wir dann mal schön zurück. Jetzt müssen wir uns eigentlich wirklich nur noch auf den letzten Orden konzentrieren. Team Flair ist Geschichte. Schön, was? Aber vielleicht findet man noch irgendwo so ein paar Mitglieder. Gibt's ja meistens. Und dann berichten die dann von der Zeit und haben Reue oder was auch immer. Aber Team Flair war schon nicht schlecht. Nur das Design war ein bisschen blöd und dem Feuertyp hätte ich denen jetzt auch nicht unbedingt gegeben. Vor allem, weil sie nicht so oft Feuer-Pokémon genutzt haben. Da war das bei Team Magma schon verständlicher, weil die wollten ja das Land erhöhen. Vermehren oder wie man das auch immer sagt, eigentlich geht es ja gar nicht. Deswegen wird es da wohl auch keine korrekte Bezeichnung geben. Land erweitern, ich glaube, das klingt am besten. Und warum kriegen wir jetzt schon wieder eine Holo-Nachricht? Bestimmt der Professor, der uns danken möchte. Na klar. Ich hoffe, es geht dir gut. Können wir uns in Musaya treffen? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Musaya, ist das die nächste Stadt? Okay, gut. Machen wir das. Und kein Dank, dass ich die Welt gerettet habe oder so. Lol. Er nimmt das ganz selbstverständlich hin. Hey, was ist denn da los? Die Route hier war ja längere Zeit gesperrt, weil einige Fermikuler Tunnel gegraben hatten. War viel Arbeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Fermikuler graben eben für ihr Leben gerne Tunnel. Was soll man da machen? Was zum Teufel, wer ist Fermikuler? Sagt mir nix. Route 18! Schön, das hier ist jetzt wirklich eine unserer letzten Herausforderungen. Ach komm, stürzen wir uns einfach in den nächsten Trainerkampf rein. Ich habe Durenkart vorne. Ach, das ist gar kein Trainer. Ob Stein, ob Stahl, ich mach nicht halt und freue mich, wie mein Schuhwerk schallt. Ha, ha, lustig. Was ist denn dein Busch? Ein Pokémon. Und im nächsten Part kann ich euch auch sagen, welche Pokémon man hier finden kann. Und das ist also Fermikula. Das Ding ist auch nicht schlecht. Hat gute Stats. Verteidigungswerte vor allem. Wollte ich mal kurz ins Team nehmen. In Schwarz und Weiß 2. Aber ging dann mal wieder nicht. Vielleicht werden wir zukünftig in einer anderen Edition mal die Möglichkeit bekommen. Bestimmt auch ein sehr interessantes Pokémon, das nicht so häufig genutzt wird. Und solche nutze ich ja dann bekanntlich gerne. Ich habe mir jetzt gleich mal ein Exemplar gesichert. Und für Master Sword springt dabei auch noch Level 50 raus. Jeder hat einen Nutzen davon. Klasse. Und weiter geht die Queste. Kieferstahl ist der. Schon ein interessantes Pokémon. Aber jetzt nerv nicht weiter. Bitte lass mich voranschreiten. Ich nehme das Master Sword jetzt auch wieder von Platz 1 runter und stelle Lapras mal wieder dahin, weil er mal
wieder hinterherhängt. Ja, da oben braucht man Zerschneider. Den habe ich jetzt aber leider nicht. Dummerweise. Mal wieder. Wie immer. As always. Und du bist unser erster Gegner hier auf der Route. Und auch der letzte, weil dann ist der Part vorbei. Kerapendra. Den wollte ich auch nutzen. Muss ich auch unbedingt mal machen. Jetzt auch nicht so das stärkste Pokémon, aber halt auch nicht das schwächste. Und durchaus ein interessantes Gift. Käferfleisch. Ich werde zusammengewalzt. Was soll denn das? Ich glaube, du spinnst. Eistrahl. Ach man. Jetzt steht der noch da. Allerdings sind wir auch gleich gelevelt. Also es wird nicht mehr langweilig werden. Von den Leveln her sind wir gleich auf mit den Trainern. So mehr oder weniger. Wechsel zu Juli. Wieso laggt es hier? So, teilweise laggt es hier, obwohl ich keinen 3D anhabe. Ich habe gerade nachgeguckt. Naja, aber ich habe schon mal gesehen, dass es manchmal auch in 2D-Kämpfen vorkommt. Ist ziemlich blöd eigentlich. Wieso setzt er denn zweimal Agilität ein? Wie dämlich. Soll er halt angreifen, wenn er eh schon verletzt ist. Ich meine, wenn ein Feuer-Psycho-Pokémon vor mir steht, dann versuche ich doch nochmal alles rauszuholen, oder? Weil ich meine, dass ich sterbe, ist ja klar. Müsste er sich zumindest denken. Hat er aber nicht getan. Und ein Pinsir hat genauso wenig eine Chance. Aber Pinsir hat jetzt auch eine Megaform bekommen. Vielleicht zeige ich mal in einem Part alle. Zumindest anhand von Bildern. Ich glaube nicht, dass ich jedes einzelne Mega-Pokémon zeigen kann. Vor allem, weil es ja einige auch nur in Pokémon Y gibt. Und diese Steine kann ich dann logischerweise nie bekommen. Außer vielleicht über die GTS, aber die verlangen ja wahnsinnige Preise bzw. Pokémon dafür. Das habe ich alles nicht. Ein Ball. Nämlich einen Hypertrank. Gut, Freunde. Danke fürs Zusehen. Daumen hoch für den absolut epischen Part, ne? Team Flair Ende. Bisschen weinlicher drüber, weil sie echt geil waren. Aber das Leben geht weiter. Bei Pokémon X. Cool. Der hat auch eine Megaform.